Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Shakes and Fidget Video. Es ist nur ein kleines und kurzes Video, aber naja. Also heute ist ein neues Update herausgekommen. Das beinhaltet einmal diese Sammelanordnung, was ich euch gleich nochmal näher zeigen werde. Dann, dass die Gilden Raids einfacher gemacht werden, so von dem Leben der Monster. Und dass es den Gildenkrieg-Bug nicht mehr gibt. Das heißt, ein Gildenkrieg wurde gestartet und man kann sich nicht anmelden, obwohl dieser Schwert-Button frei ist. Naja, also dieses Sammelalbum heißt Sammelalbum der Akribie. Das kann man sich im Zauberland für 25 Gold kaufen. Aber dieses Update ist bisher jetzt nur auf Server 10 und 11 draußen. Morgen kommt es auf allen Servern. Ich habe jetzt für einen Pilz geblättert, es war direkt da. Vielleicht wird es auch bei allen so sein. Ab Level 10 ist dann 25 Gold erhältlich. Ja, und das Sammelalbum enthält dann so Sachen, zum Beispiel jetzt hier. Welchen Gegner ich besiegt habe im Dungeon, das sind dann die. Das weiß ich selber noch nicht, was das darstellen soll. Ah, ja, welche Epics ich bekommen habe. Ah, okay. Oder ich gesehen habe bei anderen Leuten, die ich selber besiegt habe. Oder generell Items, so wie mir das so scheint. Ja, das ist generell auf Items bezogen. Dann habe ich klassenspezifische Items. Ja, das wird sich alles noch füllen, denke ich mal. Das kommt darauf an, wie ich jetzt in der Ehrenhalle für Kämpfe gewinne. Das steht auch hier alles nochmal im Forum. Den Link werde ich gleich nochmal unten im Video zeigen. Ja. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, mir fehlen. Ja, ach so, ja. Wenn ich, also je nachdem wie viele Bilder ich habe, wie viel Prozent ich von den Bildern habe, ich habe jetzt momentan 105 von 1700, so viel Prozent bekomme ich dann in der Taverne mehr an Abenteuerlust. Ach, an nicht an Abenteuerlust, sondern an Erfahrung. Inklusive meiner Game, sagen wir jetzt mal, ich habe 50% dieses Sammelalbums vollendet, bekomme ich plus meinem Gildenbonus noch 50% dazu, das wären dann also 100. 64%. Naja, also mit der Banshee sieht es momentan auch ziemlich schlecht aus. Da komme ich auch nicht weiter. Ich denke mal, in den kommenden Tagen, wenn ich Level Up bin und so weiter, wird es dann kommen. Also ich finde das Update alles in allem recht gut. Die Gilden Raids sind einfacher und diese Sammelarbeit bietet nochmal XP-Boni. Das heißt, es ist ein bisschen schnelleres Level. Naja, ich danke euch für euer Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.